Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch die letzte SBC von Hypernation bzw. auf meinem Kanal, weil ich habe jetzt alle drei SBCs, ich habe 6-fach, 4er und Elite 8er alles schon hochgeladen, jetzt kommt noch rund um die Welt, damit ihr einmal von Hypernation alle Möglichkeiten habt. Diese SBC, falls ihr jetzt Fragen tut, ist ohne Loyalität, ganz ganz wichtig, ihr braucht hier keine Loyalität. So baut ihr das Team nach, kurz bevor ich das Video starte, bevor ich die Spieler zeige, damit da keiner in die Kommentare was schreibt, den Spieler müsst ihr einmal umformen, kauft euch diese Umformkarte und dann habt ihr... Ich zeige euch ganz kurz raus und rein. Das kann immer mal ein Bug sein, deswegen nicht daran jetzt irgendwie wundern. Können wir absenden. Ganz wichtig, immer dran denken, dass ihr den Spieler noch seine Umformkarte kauft. Weil wenn ihr das nämlich nicht macht, dann kommt ihr nur auf 99 Chemie. Und falls ihr diese Karte dann anwendet und er hat trotzdem noch nicht 100 Chemie, das Team, ganz wichtig, kurz raus und rein und dann ist es wieder da. Das ist momentan irgendwie so ein Bug bei dem Spiel, warum auch immer. Falls jemand zum Preislichen fragt, wie viel das kostet, also mit der Umformkarte, die Umformkarte kostet irgendwie 2.000 oder sowas, deswegen kostet die SBC ungefähr 16.000. Aber in meinem Fall, wenn ich die SBC jetzt hier gemacht habe, bekomme ich einmal das letzte Pack von Hypernationen, also das 55k-Pack, das man sowieso bekommt, wenn man alle Aufgaben gemacht hat von Hypernationen, und einmal das 50k-Pack oder 35k-Pack von dieser SBC. Und aus den zwei Packs werde ich auf jeden Fall mehr als 16k rausholen. Ich habe mir überlegt, in diesem Video zeige ich euch sogar mal die Packs auch noch. Sonst habe ich ja immer das Ganze weggemacht, die Packs. In diesem Video zeige ich euch einfach mal die Packs, dann könnt ihr so einen Vergleich ziehen. Ob es bei mir zum Beispiel gut war oder nicht. Muss aber nichts heißen, wenn es bei mir gut ist, bei euch auch gut ist. Muss aber auch nicht heißen, wenn bei mir schlecht ist, bei euch auch schlecht ist. So. Haben wir jetzt auf jeden Fall zwei Packs. Ihr seht, wir haben wirklich gar keine Münzen mehr. Aber wir haben ja nur 10k draufgezahlt auf dem Account, deswegen, wenn wir über 10k bekommen, haben wir schon einen Gewinn aus Hypernationen gemacht und das ist eigentlich immer der Fall. Wir haben Walkout, Leute, wir haben Walkout, mal sehen. Belgien ist ganz gut. Okay, schade. Schade. Aber ist trotzdem gut. Sehr gut, freut man sich. Ich skipp das mal kurz, weil das ja sehr laut war. Vielleicht haben wir dahinter noch was. Okay, egal. Aber es ist ein Walkout. Walkout ist Walkout, sagen wir so. Er kostet eine 21.500. Ist doch perfekt. Perfekt. Jetzt haben wir schon mehr als das Doppelte an Gewinn. Heißt, perfektes Beispiel. Hier seht ihr, macht diese SBCs. Irgendwann werdet ihr sowas ziehen. Zu 100%. Der ist auch noch was wert. Da kann man sich so ganz kleine Münzen draus machen. Da müsst ihr immer dran denken. Guckt mal bei solchen Spielern nach. Weil 1.600 ist einiges mehr, als wenn man den abschließen will. Der kann auch noch was Kleines sein. Okay, nee, aber den brauchen wir. Wobei, nee, den brauchen wir nicht mehr. Wir machen andere Methoden. Sonst sollten die beide nichts mehr kosten. Ihr seht jetzt unseren Kontostand. Wir hatten 10k am Anfang, das wisst ihr natürlich nicht. Aber wir haben natürlich unseren Walkout noch da. So, jetzt 55k Pack. Mal gucken, ob wir auch noch was ziehen. Das wäre natürlich sehr, sehr krass. Ja, das ist ein Schlitz. Okay, nee, ist nur ein Schlitz. Spanien ist es. ZTM. Okay. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Aber... wir haben ja vorhin schon was gezogen. Sonst haben wir jetzt hier nichts mehr Besonderes drin. Aber auch so jemand ist 1-2k wert. Ja, 1.300 ist auch nicht schlecht. Und ja, können wir auf jeden Fall immer noch unsere ganzen Fitnesskarten verkaufen, weil die kann man auf 500 verkaufen. Das war's mit dem Video. Haut rein und ciao.